Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder was Neues. Ja, ist immer was los. Der König achtet immer noch an seinen Äußeren, möchte seine Gemahlin beeindrucken. Aber er verschönert zu Hause auch etwas. Nicht nur der König, sondern die meisten Menschen im Königreich möchten zu Hause gemütlich machen oder etwas verschönern. Was auch sehr wichtig ist, mehr Klarheit in die Liebepartnerschaft. Besonders die Frauen im Königreich haben dieses Bedürfnis. Nicht nur das, sondern sie möchten glänzen mit ihrer Schönheit. Ja, sie kaufen neue Kleider oder Schuhe oder Kosmetik. Die Königin möchte gerne über Gefühle sprechen, aber sie weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Sie ist ein bisschen hin und her gerissen. Sie weiß nicht, wie sie ankommt. Manchmal ist besser zum Schweigen. Wie sagt man so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. In dieser Richtung denkt auch die Königin. Aber sie hat neue Ideen und ihre Fantasie ist grenzenlos. Es sind nicht nur Träumereien, sondern sie möchte das im Tat umsetzen. Eine Bote ist gerade eingetroffen ins Königreich. Eine ganz unangenehme Nachricht. Aber das muss geklärt werden. Ah, das hat mit der Vergangenheit noch was zu tun. So ist das auch mit der rechtlichen Lage. Das wird zwar in Ordnung gebracht, aber da kommt auch wieder etwas. Das nähert sich auch und das wird auch eine ganz große Herausforderung sein. Vor allem ist ziemlich ungerecht. Aber so ist es eben, das muss alles noch in Ordnung bringen. Ganz viele Menschen in diesem Königreich haben ihre Sehnsüchte und Wünsche. Und wir haben eine ganz gute Zeitqualität, diese Träume zu verwirklichen. Der hübsche Prinz ist kraftvoll und mutig. Er macht zurzeit auch viel Sport. Und die schöne Prinzessin möchte ihn besuchen. Das ist aber noch eine Überraschung. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne und Venus bilden sich immer noch eine Konjunktion in Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet, der Sonne oder der König verschönert etwas und die Krebsenergie hat mit unserem Zuhause auch etwas zu tun. Was die Liebesangelegenheit betrifft, man möchte Klarheit, besonders wir Frauen. Mond nähert sich zum Lilith-Energie, das ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn und wir verspüren dadurch unsere Wünsche, Sehnsüchte und dieser Schnittpunkt ist ganz nah zur Erde, das heißt, es ist realisierbar. Ein Traum kann wahr werden. Mond steht in einer Verbindung zum Merkur, einer sogenannten Quinkungsverbindung. Und das heißt, die Königin weiß nicht, ob überhaupt über ihren Gefühlen sprechen soll. Aber nicht nur die Königin trifft es, sondern im Allgemeinen ist es schwierig, über Gefühle zu sprechen. Man fühlt sich so hin und her gerissen. Soll ich das sagen oder lieber nicht? Merkur und Uranus haben einen Quadrataspekt und das bedeutet ein unangenehmes Gespräch, eine unangenehme Nachricht. Jupiter bildet sich ein Halbsextil zum einen rückläufigen Saturn. In eine rechtliche Lage wird
Ordnung gebracht. Aber es nähert sich zum einem Quadrat zwischen Jupiter und einem rückläufigen Neptun. Und das bedeutet Täuschungen, Enttäuschungen und Ungerechtigkeiten. Damit können wir noch rechnen. Venus nähert sich zum Mars, das heißt, die schöne Prinzessin möchte der hübsche Prinz besuchen. Und das war die Hintergrundinformation zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.